Hi Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich habe ich mein Handheld bekommen. Mein Gott, ich habe so lange drauf gewartet und jetzt will ich ihn euch endlich mal näher zeigen. Welche haben schon gerätselt, welcher ist? Ein paar haben richtig gelegen. Es ist der Lenovo Legion Go, sorry, nochmal. Aber gleich vorweg, ich zeige euch nicht so ein Unboxing-Video wie manch anderer, die einen Karton auspacken und den Karton zeigen. Hier, schaut mal, da ist eine Batteriesymbol. Und das, ich finde sowas einfach total langweilig. Also, wenn es euch auch so geht, bei mir seht ihr sowas nicht. Ich zeige euch eher Fakten und wie das Game ungefähr, wie das Handheld ungefähr einzureihen ist. Und ja, ich bin zurzeit der Pickleboy. Naja, kann man halt nichts machen. So, dann legen wir gleich mal los. So, da ist das gute Stück der Begierde. Dann schauen wir mal rein. Also das Lenovo Legion Go kommt in gleich einer Hülle daher, was ich gleich echt cool finde, wirklich. Man sieht es mit so einem Trageriemen hier. Also wirklich, die meisten Handhelds, die ich kenne, haben nicht eine Hülle dabei. Da musst du extra die Hülle immer separat bestellen und sowas finde ich echt beschissen. Wirklich, ich mag sowas überhaupt nicht. Darum finde ich das schon echt nice. Macht man die Hülle auf. Das war eine kleine Einbuchtung für die Knöpfe und so weiter. Echt. Das fühlt sich alles auch echt hochwertig an, muss ich sagen. Wirklich. Das Legion Space, mein, ich kann nicht mehr reden. Das ist dann so ein, wie soll ich sagen, da kann man sich vorstellen wie bei Asus, das Amori Quade. Also so eine Bibliothek an deinen Games, wo du halt gleich zugreifen kannst. Aber darauf komme ich noch zu sprechen wegen der Software. Die finde ich nicht ganz so nice, aber ich erzähle warum. Und da haben wir das Objekt der Begierde. Sieht halt echt Hammer aus, 8,8 Zoll. Es hat echt, wie soll ich sagen, ein richtig großes Display. Es liegt gut in der Hand. Ich nehme es mal kurz raus für euch. Ist gut aufpassen. Es ist echt ein Hammerteil. Ich habe schon lange drauf lange ge. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst? Ich warte so lange auf das Ding. Und dann bricht mir das Ding da ab. Einen kurzen Moment. Ja, hallo? Spreche mit Herrn L. Okay, perfekt. Also ich habe jetzt euer Lenovo Legion Go bekommen. Und gleich am Anfang musste ich feststellen, wo ich das Ding in die Hand nehme, dass mir der rechte Controller da abbricht. Was? Welches Feature? Wie? Die kann man abnehmen? Was? Hinten gibt es so eine. Und da drückt man drauf. Und dann kann man es abnehmen. Okay. Und den Ständer aufklappen. Okay. Und dann kann man es zur Konsole machen. Okay, und welcher Mausmodus? Ein FPS-Modus? Wo man den Controller als Maus hernehmen kann? Im Ernst jetzt? Okay, ja, werde ich testen. Okay, danke. Okay, ihr habt es sicher festgestellt. Der Vorteil ist bei der Lenovo Legion Go, ihr könnt die Controller separat abnehmen. Ja, ich weiß. Also, meine schauspielerische Leistung, ich glaube, da kann ich bei Berlin Tag und Nacht mitmachen, seien wir ehrlich. Okay. So sehen die Controller dann aus, so sieht der rechts aus. Wie gesagt, den kann man auch als Maus dann verwenden. Da hat man ein Mausrad, mehrere Knöpfe dann, aber das zeige ich euch dann noch separat. Okay? Also, wie gesagt, ich zeige euch erst alles am Anfang. Also, die zwei Controller kann man abnehmen, die kann man dann wieder reinhängen, was eigentlich ganz nice ist. Hier habt ihr auch noch Anschlüsse, hier habt ihr noch einen USB-C, hier oben. Da habt ihr, also ich bin ganz jungfräulich, ich habe ihn auch erst benutzt, Plus und Minus, wahrscheinlich für die Lautstärke tippe ich meistens. Den Lüfter, da komme ich noch zu sprechen wegen dem Lüfter. Im Gegensatz zur Konkurrenz ist hier nur ein Lüfter verbaut. Und wenn du auf voller Leistung bist, dann hörst du ihn auch. Der An- und Aus-Knopf, der ist da oben. Unten hast du auch noch einmal einen USB-C. Warum ich den dann nicht so cool finde, kann ich euch auch dann noch zeigen. So sieht das aus wie in den Controllern.
wenn ihr die Autofokus kommt, so, wenn ihr die rein oder raus tun wollt, die Controller, Autofokus los. Also so ungefähr sieht es dann aus. Eigentlich ganz leicht. Der Ständer ist halt auch richtig gut, muss ich sagen. Das fühlt sich halt als hochwertig an, wirklich. Das fühlt sich nicht billig verarbeitet an oder so. Falls ihr fragt, ob man mit einer SD-Karte den erweitern kann, ja, kann man. Ich habe schon eine drin, hier drin. Was ich cool finde, die wird auch sofort erkannt. Also da müsst ihr nichts formatieren oder sowas. Ihr steckt die einfach rein und zack, wird sie sofort erkannt. Also ihr müsst nichts weitermachen. Hier kann man natürlich eine Klinke anschließen. Also entweder ein Headset oder sowas. Natürlich könnt ihr es auch Bluetooth verbinden. Das geht natürlich auch. Hier könnt ihr zum Beispiel auch einen Controller anstecken. Oder einen Dock anstecken, wie ihr wollt. Also geht. Alles, was ihr wollt. Okay. LAN, da komme ich gleich zum einen Ding, was ich nicht so geil finde, ist persönliche Meinung. Ich habe es euch sogar extra dran gelassen, damit ihr seht. Also da habt ihr ein USB-C zum Laden. Sieht so aus. Und jetzt komme ich gleich zur Verpackung. Der ganze Stecker ist halt mit so einem Papierding versehen. Man sieht es hoffentlich. Und was passiert natürlich, wenn man das abtun will? Hier, es bleiben natürlich Klebereste dran. An dem Stecker. Also die Klebereste muss ich halt noch alle entfernen. Sowas finde ich halt wiederum nicht geil. Man kann es auch übertreiben mit der Verpackung. Also, sonst ist das eigentlich, ich glaube, das ist fest, ne? Das ist fest, ja. Kabel ist sogar einigermaßen lang. Ja. Wenn ihr jetzt wegen dem Akku fragt, es ist ungefähr einzuordnen wie den Asus ROG Ally. Also da war der Akku jetzt auch nicht so top. Wenn ihr Indie-Games zockt, mit 5 Watt ungefähr, seid ihr auf 3 Stunden. Wenn ihr normale Games zockt, auf Performance-Modus, also auf Standard halt, dann, ich glaube, eineinhalb Stunden kommt ihr da ungefähr durch. Also Akku ist auch nicht so top, aber wenn ich es bewerten müsste von den anderen Handhelds, ist er genauso gut wie die anderen Handhelds. Die halten auch nicht so lang jetzt. Ich bewerte es halt öfters mit dem Asus ROG Ally. Was ihr natürlich noch drin habt in der Hülle, also ich finde die halt echt gut gemacht, die Hülle. Dann gehen wir ein bisschen weg. So. Hier habt ihr die Controller. Hier könnt ihr halt die ganze Konsole reintun. Und hier habt ihr dieses Ding hier. Das ist die Maus. Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, wie soll das eine Maus darstellen? Ja, wenn ihr das Ding so da habt und den Controller, ist das so richtig? Hier so reintun, ist sogar magnetisch. Sieht man, oder? Dann könnt ihr den als Mausersatz hernehmen. Also, meine Premiere ist es jetzt auch als Mausersatz herzunehmen und dann fahrt ihr halt so herum. Ich gehe ein bisschen nach hinten so herumfahren. Da habt ihr euer Mausrad. Hier die Knöpfe. Oder hier. Muss ich selber noch testen. Also ich habe es selber noch nicht getestet. Aber ich habe extra sogar ein Game runtergeladen, wo wir es eigentlich ganz gut testen können dann. Okay? So. Okay. Das war's erstmal für den Anfang. Jetzt zeige ich euch dann noch ein bisschen was von der Konsole selber. Konsole von dem Handheld. Also Windows 11 ist drauf, man sieht es ja, ne? Funktioniert eigentlich alles ganz gut. Controller links getrennt, Controller rechts getrennt, zeigt ja alles an. So sieht das dann ungefähr aus. Also die 8,8 Zoll und er hat echt ein schönes Display, man sieht so die Farben. Also es, da kann man echt nichts sagen, ist echt schön, wirklich. Und ja, ich habe davor schon Updates gemacht, weil ich bin halt kein Fan. Hier hat man das Legion Space, Mensch, das sieht halt dann so aus. Und da komme ich gleich zu einem Kritikpunkt. Wenn ihr darauf geht, dann seht ihr schon, dass da alles voller Werbung zugekleistert ist. Das ist die Startding von denen. Und hier, damit man es auch sieht. Na, warum reagieren die jetzt nicht? Das ist der Vorführeffekt wahrscheinlich. Aber wir testen es dann später beim Spiel. Also wenn ihr die Controller wieder reintun wollt, dann müsst ihr einfach da ein bisschen rein und einfach nach oben ziehen. Nach oben ziehen. Hm, er will nicht. Vielleicht muss ich auch noch mal auf das Knopf drücken. Hm? Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen baff, warum man nicht will. Theoretisch gehst du da ein bisschen rein. Ah, okay, man muss den Knopf drücken. Okay. Also den Knopf müsst ihr da drücken, um es wieder einreißen zu lassen. Also einfach da ein bisschen rein.
Friemel. So, der ist da drin. Dann drücken wir einmal den Knopf. Bist du drin? Okay, er ist drin. Er ist drin. Ist auch cool, das leuchtet auch schön grün. Ja, auch ganz nice. Und dann könnt ihr halt da herumdrücken. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wie gesagt, der Anfang gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, mit Updates sieht das da schon besser aus. Da geht ihr auf CLD-Spiele. Ja, diese Abkürzungen sind der Hammer, also Cloud. Es hat auch das Xbox-Layout. Man sieht so A, B, X, Y. Finde ich eigentlich ganz nice. Es hat zwei Shortcuts. Hier und hier. Aber das zeige ich dann noch näher. Das Digi-Kreuz, ja, finde ich nicht schlecht, aber also, machen wir uns nichts vor, Kampfspiele würde ich nicht darauf zocken. Da gefällt mir das Digi-Kreuz überhaupt nicht. Und natürlich noch andere Shortcuts. Und natürlich, ich drehe es mal um, damit man es besser sieht. Natürlich hat das auch noch mehrere Knöpfe hier, da ist das Mausrad da, das sind die Knöpfe für die Maus. Und da haben wir auch noch zwei Knöpfe. Und natürlich noch, wie man es immer kennt, RT und LT und LB, RB. Okay. So. Finde ich eigentlich ganz gut mit dem Ständer. Kann man das eigentlich ganz gut zeigen immer. Finde ich nice. So. Ich finde jetzt schade, nämlich wenn ihr das eigentlich startet, dann zeigt ihr euch noch alles an, wie die Shortcuts zu machen sind, was man da machen kann, wie man das machen kann, wie man die Controller da machen kann. Also das zeigt euch alles mit Bildern dann an. Das finde ich eigentlich ganz nice gemacht. Also Cloud-Spiele, ich glaube, das erklärt sich von selbst. CLD-Spiele sind Cloud-Spiele. Aber, wie gesagt, er bringt euch halt nur immer zu irgendwelchen Websites. Also das mit dem Scrollen funktioniert eigentlich auch ganz gut, also mit dem Touch. Wie gesagt, das ist jetzt die Xbox-App, die er euch halt darin bringt. Er bringt euch halt nur zu irgendwelchen Websites immer. GameStore, Gamesplanet.com. Kenne ich gar nicht. Oh, naja, gut. Achso. So nice funktioniert das gerade irgendwie nicht. Das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt gerade, oder? Na, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Windows 11 finde ich jetzt auch nicht so clever gewählt für den. B zurück, jetzt hat. Bibliothek, da kommt ihr eigentlich da rein, wo ihr wollt. Da sind eure installierten Spiele drin. Einstellungen, Android-Spiele. Also, wie gesagt, seien wir ehrlich, die Software von Lenovo finde ich jetzt nicht geil. Wirklich nicht. Da habe ich schon Besseres gesehen. Aber Einstellungen ist ja zum Beispiel nicht schlecht. Da könnt ihr auf Deutsch alles umstellen. Ihr habt die Wahl zwischen 24 Stunden Zeit. Nachbooten automatisch. Lizenz Space öffnen. Das finde ich auch nicht schlecht. Da könnt ihr die Lüfter. Radio und Super Resolution. Das will ich auch anmachen. Das ist halt, dass er euch halt die, wie soll ich sagen, die FSR da ein bisschen runterskaliert und hochskaliert und dafür weniger FPS hernimmt. Also damit ihr halt mehr FPS habt. Volle Lüfterdrehung, jetzt gut aufpassen. Ich tue es näher hin. Ich hoffe, man hört sie. Also die volle Lüfterdrehung ist schon wirklich laut, muss ich sagen. Wie es jetzt beim Zocken ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber hier Netzwerk, Bluetooth, Display könnt ihr einstellen. Hier eine Auflösung, die finde ich Hammer. Der hat 2560x1600. Also, wenn ihr euch bedenkt, das Asus ROG Ally hat gerade mal Full HD und der hat halt schon, ich sage jetzt mal 2K, der hat 2K und 144 Hertz Bildwiederholungsrate. Ihr würdet euch jetzt sagen, ja toll, er hat 2K. Er hat den Z1 Extreme drin als Prozessor. Ja, ihr habt schon recht, ja. Aber ihr müsst halt vorstellen, wenn ihr zum Beispiel jetzt Indie-Games zockt oder irgendwelche Emulatoren, dann habt ihr halt echt eine Hammer-Auflösung. Klar, richtige Games kann ihr jetzt bestimmt auf 2K nicht mit 144 Hertz abspielen. Seien wir uns mal ehrlich, AAA-Games schafft er bestimmt nicht. Aber das finde ich schon Respekt. Die Lautstärke könnt ihr einstellen, Controller-Vibration könnt ihr einstellen, Tastenkombination für Funktionen, Anpassung, da könnt ihr sogar die Beleuchtung einstellen. Hier, Lichteffekte aktivieren, deaktivieren, Lichteffekt 1, Effekt durchgängig, man kann blinkend, man kann dynamische Farbe
Man kann die Farben auswählen, wie hell die sein sollen. Natürlich, das macht sich auch alles auf den Akku natürlich auch aus. Lichteffekt 1, Lichteffekt 2, hier, da blinkt er. Lichteffekt 3, da ist zum Beispiel Lila. Das war aber jetzt 1. Also wie gesagt, das finde ich eigentlich alles ganz cool. Speicherplatz, wie gesagt, ich habe da jetzt eine SD-Karte drin. Die hat er auch sofort erkannt. 63 habe ich schon drauf. Ich habe die Spiele auch da extra auf die SD-Karte drauf getan, damit man auch sieht, wie da die Spiele performen. Habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz nice. Nicht? Da sieht man es auch im besten Beispiel. Screenshots. So finde ich eigentlich das alles nicht schlecht, aber die komplette Aufmachung ist halt voll für den Arsch. Hier, Bibliothek. Kürzlich gespielt, alle Spiele. Da habe ich jetzt Lords of the Fallen und Deathloop drauf zum Testen. Lords of the Fallen wegen der Unreal Engine 5. Da können wir ja gleich sehen, wie der da performt. Und Deathloop wegen dem FPS-Mode. Wie ihr euch daran erinnert, habe ich euch ja gesagt, ihr könnt diesen Controller auch als Maus verwenden. Und da ich dachte, ein Ego-Shooter, ich wollte jetzt nicht Call of Duty Modern Warfare nehmen, ich glaube, da kann ich euch nicht viel zeigen, weil bin ich wahrscheinlich gleich am Ende. Also, Lords of the Fallen und Deathloop. Und ja, hier sind die Shortcuts. Wenn ich da drauf drücke, da habe ich eine Stelleinstellung, da kann ich die Auflösung gleich ändern. Also hier oben. Bluetooth anmachen, Wi-Fi anmachen, Helligkeit, die Hertz umstellen auf 60 Hertz, Lichteffekte einstellen. Controller-Modus, Xbox, okay. Das sieht man alles, 69% hat der jetzt, linker Controller hat 100, rechter Controller hat 100. Leistungsüberwachung sieht man, Rahmenüberwachung, das kann man, was ist Rahmenüberwachung? Ah, okay, da kann man die FPS auch an, ah, okay, cool. Seht ihr das? Also Rahmenüberwachung, da könnt ihr das auch einstellen. Das ist ja nice. Das finde ich selber sogar ganz cool. Ja, ich glaube, dann lasse ich gleich das komplette drin, oder? Ich habe zwar jetzt extra für Xbox-Spiele genommen, damit man das sieht. Ah, okay. Thermomodus TDP. BS-Energiemodus. Ich weiß nicht, was BS-Energiemodus ist, seien wir ehrlich. Muss ich noch rausfinden. Aber der Thermomodus ist wahrscheinlich der, den ihr am meisten eigentlich braucht. Entweder geht ihr auf still, dann verbraucht ihr halt nicht so viel TDP, da habt ihr halt mehr, wie soll ich sagen jetzt, hilf mir. Da verbraucht ihr halt nicht so viel Strom. Jetzt heißt es, sagt so. Auf ausgewogen, da verbraucht ihr halt Mittelstrom, würde ich jetzt sagen, auf Leistung. Da verbraucht ihr halt wieder mehr Strom, aber bringt halt auch mehr Leistung. Und auf Benutzer definiert, da könnt ihr selber einstellen, wie viel ihr wollt. 30 Watt, bis wie viel geht der auf? Bis 30 Watt, oder? Bis 30 Watt geht der hoch. Wie viel war der auf 25 Watt? Ich weiß gar nicht. Aber jetzt hört man sogar ein bisschen wieder den Lüfter, ne? Hört man ihn? Wo ich auf 25 Watt gestellt habe. Also gehen wir wieder auf ausgewogen. Jetzt Moment, auf ausgewogen. Jetzt geht er wieder aus. Okay. Auf ausgewogen geht er wieder aus. Okay, ich hoffe, ihr seht trotzdem alles. Ich hoffe, das spiegelt halt nicht zu krass. Ich versuche das auch immer, dass es nicht zu krass spiegelt. So. Und dann würde ich gleich sagen, legen wir gleich mal los mit einem Spielchen, oder? Ich würde sagen, wir testen erstmal Lords of the Fallen wegen dem Unreal Engine 5. Schau mal, wie das performt. Da haben wir gleich auf Start gedrückt. Gleich auch gestartet mit dem, wie soll ich sagen, mit dem vom Legion, die Software selber. Ein kurzer Moment, ich schaue nur, ob ich ein bisschen die Dinger da wegbekomme. Diese Punkte hier. Das ist immer ein bisschen doof bei mir irgendwie. Besser? Immer noch nicht besser. Naja, ich hoffe, es geht einigermaßen. Ich zeige es jetzt, ja, das zeigt er mir immer an, also nicht wundern. Das Spiel funktioniert trotzdem. Er zeigt halt immer an, dass irgendwas mit dem Radeon-Treiber nicht passt. Das ist eigentlich ganz normal. Ich weiß aber nicht, warum er das anzeigt. Das zeigt er sogar bei meinem Rechner an. Nicht wundern. Können wir schauen, wie der auf volle Lautstärke ist. Nicht erschrecken. Ich habe eine volle Lautstärke gemacht.
Und dann schauen wir gleich mal, was er für Grafikeinstellungen übernommen hat. Vielleicht hat er auch die Grafikeinstellungen von meinem PC übernommen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das sehen wir gleich. Wie gesagt, wenn euch die Einstellung nicht passen sollte, dann drückt ihr auf den Knopf hier oben. Und dann öffnet sich dieses Schnellmenü und dann könnt ihr da alles anpassen. Das finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Dass es auch so gut funktioniert. Oh je, gerade zeigt er an FPS 0. Na, wie gesagt, er ist jetzt auf 2K gestellt, also mal abwarten. Bin jetzt gespannt. Und tut mir leid, wenn das Video ein bisschen länger geht. Ich wollte auch ein bisschen was zeigen. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch auch ein bisschen Emulation auch noch zeigen. Also in dem anderen Video dann. Das mit der SSD zeigt er auch bei meinem anderen PC an, also nicht wundern. FPS 25. Ich gucke jetzt erstmal. Nein, warte. RT. Ich drücke RT. Und gehe nicht weiter. Kurzen Moment. Machen wir ein bisschen leiser. Aber den Ton finde ich eigentlich gut. Irgendwie erkennt er die Knöpfe nicht so wirklich. Vielleicht muss ich da noch was einstellen. Das kann gut sein. Dass ich bei Steam Server was einstellen muss. So funktioniert also. Aber rüber geht er jetzt nicht mit der Grafik. DFSR. Kann man doch auch anmachen, oder? Eben, ja. Qualität ausgewogen. Änderung anwenden. Jetzt haben wir FSR an. Na, gehen wir mal auf weiter, schauen wir mal. Und dann, wenn, dann können wir die Grafikeinstellung immer noch umändern. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Ich starte auch die Spiele lieber über Steam. Das habe ich früher auch schon über Epic gemacht, dass ich bei einem, wie soll ich sagen, bei einem Spiel da reingegangen bin auf dem PC und dann bin ich auf mein Handheld gegangen, weil ich ja den Aya Neo hatte und dann auf einmal haben mir einen neuen Speicher angelegt und da war das Final Fantasy 7 komplett weg, mein Speicherstand. Ich habe mich so aufgeregt, das ist mir nur bei Epic passiert. Bei Steam hatte ich noch nie das Problem. Wie gesagt, nicht cool, sowas. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe jetzt nichts geändert, ich bin einfach nur rein. Ich habe eine FSR angemacht. Also damit er hochskaliert. Oh, wir haben 12 FPS. Oh je, da ist auch noch einer. Oh je, ich weiß, wo wir sind. Ich bin ja da gestorben, weil das Spiel abgestürzt ist. Na, ich glaube, hier können wir jetzt nicht ganz testen. Weil er leider ein Gegner ist. Aber er kennt den Controller. Moment, ich mach den Loop kurz alle, wenn ich schaffe. Also die Einstellung erkennt er auf jeden Fall. Irgendwas hat mich jetzt erwischt. Ja, ich würde jetzt gern die Einstellung da gern überarbeiten, aber es geht gerade nicht, weil da lauter Gegner sind. Ups, falsch. Ich drücke hier Start. Ah, okay, das ist der Start. Okay, hier können wir rauf, hier können wir auf Einstellung. Na, ah, ist das, so. Ja, da alles auf niedrig, okay. Also wie gesagt, es ist auch Unreal Engine 5, muss man sich vorstellen, okay? Es hatte 12 FPS,
Aber wenn wir jetzt hier auf Auflösung ändern drücken, auf 1920x1200, sehen wir schon, dass irgendwie nichts passiert. 1280x800 machen wir mal. Auf die Auflösung würde ich auch spielen. Das sind 720p dann. Wenn jetzt jemand sagen sollte, ja, 720p, wow, dann sage ich glatt zu euch, wenn ihr eine Switch habt und per Handheld zockt, da habt ihr auch 720p, ne? Nur so viel dazu. So. Wie fahren wir jetzt? FPS 11 zeigt dann. Oh Mann, das habe ich mir anders vorgestellt. Kannst du so nicht zeigen. Ach, so kann ich echt nichts zeigen, sorry. Okay, wir können auch noch die Leistungsmodus da ein bisschen. Was ist BS-Energiemodus? Leistung ausgewogen. TDB ist wahrscheinlich der andere. Jetzt tue ich gleich auf Leistung stellen, mal schauen, wie viel er dann hat. Also wie gesagt, es ist halt Unreal Engine 5, also der hat halt da ein bisschen mehr... Machen wir auf Leistung. Oh je, also Lords of the Fallen schafft er nicht so gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir anders vorgestellt ein bisschen. Aber gut. Das Spiel selber, auf wie viel ist das jetzt gestellt? Das ist halt ein bisschen ausprobieren jetzt. Der ist selber auf. Der ist. Ja, wo bist denn du? Hallo, ich bin in den Optionen drin, ne? Das ist ja schon klar. Jetzt hat's so. Jetzt pass auf, jetzt stellen wir das Spiel selber auf Full HD. Ah, jetzt wird's. 22 FPS. Mit den Controllern haben ein bisschen Problem. Gehen wir noch mal. Ja, Änderung anwenden. Ja, hier haben wir es. 32 FPS hat er jetzt. Jetzt geht's los. So, jetzt machen wir hier auf 720p. Änderung anwenden. Und wir haben. Ja. 46 FPS, also 48 FPS. Jetzt läuft's. Klar, kann man jetzt sagen, hier, es läuft auf 40 FPS. Es läuft mit den niedrigsten Grafikeinstellungen, aber es läuft. Wird selber, man kann einigermaßen rollen. Die Angriffe funktionieren. Das finde ich halt schon beachtlich. Nicht? Ihr müsst euch vorstellen, es ist halt Unreal Engine 5. Also es ist halt schon ein Spiel, was halt auch ein bisschen eine höhere Anforderung hat. Dafür läuft es eigentlich echt gut, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe. Gut aufpassen. Ach, Moment, wir haben den Leistungsmodus noch drin. Jetzt machen wir den Leistungsmodus auch mal kurz noch raus. Damit wir nicht zu viel verbrauchen. Das finde ich nicht cool, dass du da reagierst. Wo haben wir das? Leistung jetzt. Ich muss mich selber erst zurechtfinden. Ich habe noch nicht selber so viele Ehren gespielt damit. Nein! So, auf ausgewogen. So. Ja. Geh zurück. So. Ja gut, auf ausgewogen hat er jetzt noch 32 FPS. Aber es geht halt auch noch. Naja, also das Spiel muss man schon fast auf Leistung spielen. Es ist ja auch ein Souls-Game und ihr wollt ja auch da ein bisschen was blocken und so weiter. Okay, jetzt probieren wir noch die Optionen, die ich euch gesagt habe, mit den Controllern abziehen. Also einmal hier den Knopf da drücken. Okay, den Knopf drücken und abziehen. Ist ein bisschen friemelig. Na, kurzen Moment. Knopf. Und abziehen.
zack, einmal hier den Knopf drücken und abziehen. Zack. Ich stelle es euch mal hin, ein bisschen weiter weg. So. Und das ist halt schon nice. Also das ist wirklich nice, finde ich. Finde ich halt schon cool. Wenn ihr es jetzt auch über Monitor zocken wollt, dann gibt es halt auch verschiedene Optionen. Entweder ihr nehmt so einen USB-C, da wo USB-Ports dran sind und HDMIs. Ich kann es euch gerne auch in die Beschreibung packen und dann steckt ihn entweder hier oben rein. Da ist ja der Ding, wo man da einstecken kann. Oder, also hier geht es auch, oder ihr steckt ihn unten ein. Unten habe ich jetzt den richtigen Nachteil, weil er unten links ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt ein separates Dock von dem anderen Handheld. Ich zeige es euch mal kurz. Ja, ich habe es gleich. Es dauert ein bisschen bis zum Einbau. So, das ist mein anderes Dock. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das habe ich für einen anderen Handheld gehabt, für einen INEO. Und da ist hier der Dongle dran. Kann ich euch auch in die Beschreibung packen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr jetzt den da anstecken wollt, dann müsst ihr halt da ganz am Rand hingehen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Und dann... Es geht sogar. Na, es geht nicht. Zu früh gefreut. Das habe ich halt gemeint. Es ist halt hinten ein bisschen zu fett. Und ihr müsst ihn halt so einstecken. Das heißt, ihr müsstet auch die Controller raustun, nämlich sonst geht das erst recht nicht. Das finde ich einen Nachteil, finde ich. Dass man da halt keine richtigen Docks mehr verwenden kann. Das ist halt eins der Nachteile. Mich wurde es eh bei den ganzen Videos, die man gesehen hat, dass das keiner als Nachteil hergenommen hat. Ich finde das schon ein gravierendes Nachteil, muss ich ehrlich sagen. So. Entweder könnt ihr so zocken, oder die andere Alternative ist, ihr holt euch hier so ein USB-C mit USB. Okay. Steckt da euren Controller ein. Zum Beispiel hier mein Scuffy. So. Kurzen Moment. Das Kabel einmal da ran. Zack. Ist jetzt der Vorführeffekt für mich zum ersten Mal. Das habe ich auch noch nie gemacht. Da steckt ihr den Controller an. So, Controller anstecken, jetzt mal schauen, ob man noch irgendwas machen muss oder ob der so funktioniert. Wäre cool, wenn das Kabel dann nicht nerven würde. Nein, das wollen wir nicht, so. Und, ja, funktioniert nicht, weil der Kabel nicht richtig drin ist, kann das sein. Und... Nein. Irgendwie funktioniert er nicht. Aber warum geht er nicht? Wo geht das nicht, wenn ich zu viele... Wo muss ich erst was runterladen, weil er mir irgendwas anzeigt? Kann das sein? Es kann sein, dass ich vielleicht irgendeine Software runterladen muss für den Controller. Okay, war kein guter Vorführeffekt. Also den Controller, den mag er nicht. Nee. Also irgendwie, wahrscheinlich muss ich eine Software runterladen. Werde ich wahrscheinlich nochmal einen separaten Test machen. Schade. Okay, das war leider schade. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Spiel dann noch. Das war es jetzt nur kurz. Also es funktioniert auch alles per Touch hier. Fenster schießen, zack. Dann machen wir alles wie über die Legion Voting. Die jetzt... nicht ganz so geil funktioniert, wie es aussieht. So, einmal zurück. Und ihr könnt das auch so alles steuern. Das ist eigentlich, wie gesagt, ich finde das eigentlich schon alles ganz nice irgendwie. Dann könnt ihr da hingehen. Könnt ihr hier auf... Na, nicht das. Ich habe mich vertan. Na. Och. Nur, dass man das immer so raufziehen muss, ist halt ein bisschen nervig irgendwie. Das finde ich ein bisschen doof gemacht.
Schließen. So. Gehen wir nochmal auf Legion. Kürzlich abgespielt. Dann gehen wir auf alle Spiele. So, jetzt gehen wir auf Deathloop. Zack. Ja. Nein, weil ich das Spiel nicht starten will, das eine. Will ich Lords of the Fallen starten? Nein. Nein. Ach, von mir aus, dann bleibt es halt in der Warteschlange. So, starten wir mal Deathloop. Deathloop finde ich auch gut, das kann ich euch auch zeigen, wegen dem FPS-Modus. Weil, wie soll ich es jetzt am besten sagen? Weil man da auch einigermaßen Ruhe hat, dann kann ich euch den Mausmodus auch zeigen, wie das alles funktioniert. Zeige euch jetzt auch alles ungekürzt an, also nicht mit. Ja. Sag bloß, das funktioniert nicht wegen dem blöden Ding jetzt. Oh, wegen dem blöden Lords of the Fallen, du blödes Ding, du dummes. Okay, kurz einen Moment. Dann gehen wir halt kurz noch mal raus. Oh, doch, geht. Perfekt. So, der Flut startet. Ist eigentlich auch ein ganz geiles Game, der Flut. Gehen wir gleich in den Mausmodus rein. Was ihr halt bedenken müsst, ihr habt halt unten hier so einen Schalter. Seht ihr ihn mit Off und On? Da stellt ihn einfach auf On. Zack. Tut ihn hier reinfallen lassen. So, zack. Schon ist er drin. Hängt auch bombenfest, dank dem Magneten. Und dann schauen wir gleich, wie sich das steuert dann. So sieht das halt aus, als Maus dann. So. Okay. Wahrscheinlich müssen wir erstmal wieder ein paar Grafikeinstellungen vornehmen. Hier, man sieht den Mauszeiger, oder? Es steuert sich auch verdammt gut eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Ja, man sieht so. Ich fahre damit nur herum. Also ich tue mal den anderen weg. Ist eigentlich schon ganz nice, finde ich. Cool. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie er schießen dann ist. Ist eigentlich schon cool, muss ich sagen. Echt. Er kostet jetzt 800 Euro, der Lenovo Legion Go. Aber wie gesagt, ihr bekommt dafür eine Hülle dazu. Und ihr könnt die Controller da abnehmen, habt den FPS-Modus. Also das ist alles dabei. Der Mausding ist auch dabei. Da musst du nichts separat dazu kaufen, wie bei anderen Handhelds. Alles mit dabei beim Preis. Und die Asus ROG Ally, die hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen Respekt bekommen von dem Lenovo Legion Go, weil der Preis um 100 Euro bei denen jetzt gefallen ist. Also die Konsole kostet jetzt 700 statt 800. Ich habe jetzt extra auf die Legion Go gewartet, weil ist jetzt mein persönliches Ding. Mir gefällt das halt besser, wenn die Konsole schwarz ist. Ist mir persönlich lieber. Ich mag das Weiße nicht. Weil... Oh komm. Muss man doch jetzt nicht, oder? Oh nee, man braucht ein Konto zum Spielen, oder? Ach komm. Weißt du nicht aus, wenn ich mein Konto jetzt. Ach komm, bitte nicht. Ich glaube, da muss man sich echt anmelden. Oder nicht. Okay. Wir wollen ja nur testen. So, brich den Loop. Hier, man hat 10, oder? Ich habe mit dem hier betätigt. Also es gibt ja zwei Knöpfe hier. Ach, das sieht man gar nicht. Hier. Einmal hier und einmal da. Das sind die zwei Mausknöpfe halt. Das ist einmal. Vor, das ist einmal zurück. Okay. Und das steuert sich eigentlich echt gut, muss ich sagen. Also bis jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Schießen ist, aber das stellen wir gleich fest. FPS ist auf 549. Erstmal. Also, ich glaube, das bleibt nicht so. Ich gehe jetzt mal hin, damit man ein bisschen mehr sieht. Sieht man es gut? Ich glaube schon. Ich gehe halt dann gleich wieder zurück, wenn wir da mit der Maus ein bisschen herumtun, damit man es auch sieht. Tut mir leid, wenn das Video ein bisschen länger geht, aber ich will euch schon ein paar Eindrücke zeigen von der
von dem Handheld. Ich persönlich finde ihn jetzt zum ersten Mal cool. Und der Lüfter ist erstaunlich leise, weil er ist ja auch auf ausgewogen. Also wie gesagt, wenn er auf Leistung geht, dann hört man den Lüfter wirklich. Das ist schon krass. Die Spiele sind alle auf der SD-Karte installiert. Also ich habe jetzt keins auf der SSD drauf. Die SSD sind 500 GB. Ist jetzt auch nicht so groß, aber ja, es reicht eigentlich. RAM ist 16 GB. Windows 11 ist drauf, Zoll sind 8,8. Ich lasse jetzt das alles laufen, damit ihr auch seht, wie lange da die Ladezeiten sind und so weiter. Was mit dem Controller, dass man die abnehmen kann, finde ich eigentlich schon ganz nice. Finde ich cool. Wenn es halt noch so ein Ding geben würde, wie bei der Switch, so eine, wie soll ich sagen, extra so ein Gamepad, wo man die Dinger da einhängen kann, dann wäre es halt richtig nice. Weiß nicht, ob es sowas gibt, muss ich mal nachschauen. Stimmt, oder? Okay. Wir haben FPS 30. Hör auf, mich zu nerven. Hört man? Ist das etwa der Moment, in dem die anderen kurz nachdenklich werden und Fragen stellen? Ja, das ist, was du tun solltest. Tja, nun, diesmal brauche ich dich nicht. Ciao. Okay, sieht man's? Ich gehe mal ein bisschen zurück. So. Also, ich gehe ein bisschen zurück, damit man es sieht. Also, man sieht so, man kann halt die Maus bewegen, indem man mit dem Controller da hin und her geht, rauf, runter. So bewegt man halt die Maus. Mit den Knöpfen hier. Naja, abschießen hätte ich mir jetzt nicht selber sollen, ne? Und wenn ihr jetzt gehen wollt, dann müsst ihr halt mit dem anderen dann. Verlasst den Bereich. Jetzt müsst ihr halt ein bisschen überlegen, wo welcher Knopf ist. Okay, da kann man mit dem Fuß zutreten. Cool. Mausrad. Ah, da könnt ihr wechseln. Hier. Das ist eigentlich alles ganz gut gemacht. Das Problem ist halt, ich muss halt erstmal selber schauen, was welcher Knopf ist. Und da macht man ein Messer hier oben. Was ist die F-Taste jetzt? Das muss ja auch hier irgendwo sein. Das ist keine. Tunnel öffnet sich gleich. Ja, wie komme ich hier raus jetzt? Wo ist getaggt? Okay, cool, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier rauskomme. Also der FPS-Modus ist ganz nice, aber ich weiß nicht, was die F-Taste hier ist. Die F-Taste, ja, schön und gut. Ich glaube, das stellt schon ein kleines Problem hier dar. Aber wir könnten mal nachschauen, was der... Also, ich öffne jetzt erstmal diesen blöden Tunnel, ne? Und dann schauen wir mal, wo die F-Taste ist. Also da wieder den Knopf drücken, das ist halt ein bisschen doof, dass man den Knopf immer drücken muss, damit es reinrutscht. So. Aber es fühlt sich halt alles ziemlich hochwertig an, da kann man echt nichts sagen. Knopf drücken und zack, rein. So. Ja, jetzt ist auch das Controller eingestellt. Okay, ich merke schon ein paar Probleme hier ein bisschen. Weil er trotzdem den F-Taste haben will. Leider weiß ich jetzt natürlich nicht, wo die F-Taste hier ist. Ah, jetzt kannst du... Ja, okay, seht ihr, ein paar Fehler hat man leider noch. Dadurch, dass ich jetzt geswitcht habe und er glaubt, dass der FP... Ach... Hier vielleicht aus. So, jetzt haben wir den aus. Zu Gamepad gewechselt. Okay, es hat daran gelegen.
Okay, also habt ihr es sehen, ihr müsst halt da immer ausschalten. Sonst erkennt das trotzdem noch. Aber es fühlt sich auch gut an in der Hand. Es ist ein bisschen schwer, ja, aber ich glaube das. Moment, wo bin ich denn? Hier muss ich hin. FPS 32 Hammer, 30 Hammer. Schau ich nur kurz. Nein, da wollte ich nicht rein. Ja, ihr merkt selber, oh, ich muss mich da noch ein bisschen zurechtfinden. So, jetzt Optionen. Mal schauen, was er eingestellt hat. Grafik. 1280 mal 800, ja. Automatisch, sehr hoch, ultra, ultra hoch, Leistung. Ja, muss sagen, er hat gute Einstellungen übernommen. Natürlich könnten wir jetzt noch ein bisschen runtergehen, da haben wir noch mehr Leistung. So, jetzt braucht man kein F mehr, wow. Jetzt können wir auf den FPS-Modus mal kurz umstellen. Kurz warten. Ich tue noch mal raus. Zack. Jetzt will ich den auch noch drin. So, jetzt probieren wir den FPS-Modus aus. Zack. Wieder rein. Zack. FPS-Modus wieder an. Müsst ihr halt immer anschalten dann. Zack. Und zack. Mal wieder wechseln die Waffe hier. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt, wie sich damit steuert, aber ich glaube, das ist halt Übungssache. Ich hole es, dass es keiner hört irgendwie. Also ich tue mal ein bisschen zurück. So. Ich habe jetzt natürlich auch kein Mauspad da, mit dem Mauspad wäre es wahrscheinlich noch eine Ecke besser. Jetzt hier seht ihr, oder? Ach, ich muss es mehr ins Bild. Seht ihr selber, oder? Man kann echt damit zielen. Es fühlt sich halt ungewohnt an, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen übt, dann funktioniert das eigentlich ganz nice. Und mit dem anderen Controller könnt ihr halt dann die Richtung vom Charakter bewegen. Fühlt sich halt echt komisch an, aber es ist eigentlich cool. Ich glaube, die Juliane besiegen wir jetzt bestimmt nicht. Aber es ist halt Ungewohnung, aber es ist halt cool, wenn man es. Ich finde halt cool, dass das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Oh, ich hab sie da oben. Naja. Also wie gesagt, es ist halt Ungewohnung, aber ich finde halt cool, dass das auch funktioniert. Dass man das als Maus hernehmen kann. Für Zocken weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist. Aber so, wenn ihr im Handheld-Modus irgendwas macht oder so, dann ist das bestimmt ganz nice. Naja. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Lenovo Legion Go. Ich finde es eigentlich echt geil. Muss ich sagen, für 800 Euro auf jeden Fall. Besonders, weil man die Hülle halt dazu bekommt. Die Software muss halt ein Stück verbessert werden, aber ja, mein Gott, das klappt schon mit der Software. So viel ist ganz nice. Ich finde halt schwarz auch besser als weiß. Mir persönlich gefällt es halt besser als die Asus ROG Ally. Der Prozessor ist der gleiche als bei der Asus ROG Ally. Und das Bild ist halt besser, finde ich, bei ihm. Und ich finde auch das mit dem 2K richtig geil. Man kann es halt nicht bei AAA Games hernehmen. Ja, klar, ist logisch, aber sonst finde ich es eigentlich ganz nice. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht mache ich auch noch ein Video über Emulator und so weiter, wie das da ist. Und ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, mit einem Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.